Hallo Leute, ich begrüße euch auf meinem Kanal. Heute laufen wir eine kleine Runde, die Runde von Wildsachsen. Das sind knapp 4 Kilometer. Wollen wir mal gucken, was uns erwartet. Ich denke, das wird eine lustige Runde. Und auf geht's! Heute ist es richtig neblig. Wäre bestimmt ein schöner Ausblick gewesen, wenn der Nebel nicht wäre. Und weiter geht's. So, Kilometer 1 ist geschafft. Ich bin ein bisschen aus der Puste. Hier geht es berghoch. Und ich bin nur am Rutschen. Hier ist alles so matschig, dass ich nur am Rutschen bin. Aber es macht auch irgendwie Spaß. Ich habe heute extra eine kürzere Strecke gewählt, weil ich heute von der Nachtschicht gekommen bin und bis Mittag geschlafen habe. Und deswegen habe ich mal eine kürzere Strecke gewählt, die aber sehr abenteuerlich ist. Wie man sieht, ist der ganze Boden komplett matschig. Ich bin nur am Rutschen. Hey. Aber noch bin ich nicht hingefallen, das ist gut. Und weiter geht's. Jetzt hat sich der Weg geändert. Jetzt haben wir einen schönen, nicht matschigen Weg. Lässt sich wieder angenehm laufen. Rutscht man nicht so herum. Und schön ist es hier, dass hier noch überall Schnee liegt. Bei uns hat es zwar geschneit in diesem Jahr, aber so schnell wie er gekommen ist, war er auch wieder weg. Da lag nämlich nichts. Und hier, wunderbar, dass wir hier noch ein bisschen Schnee haben. Das ist schön. Und weiter geht's. Jetzt haben wir sogar einen See im Wald gefunden. Das mag ich ja richtig. So ein See im Wald, ich weiß nicht, das hat irgendwas. Wenn er richtig steht noch, also richtig liegt, dann sieht das immer so genial aus. Einfach klasse. Jetzt fängt es noch an zu regnen, zusätzlich zu dem Nebel. Klasse, heute wird ein lustiger Tag. Und weiter geht's.
Einfach klasse. So neblig, dass man das Ende gar nicht sieht von dem See. Orjeweier nennt sich der, sehe ich gerade auf der Karte. Ein schöner Weiher. Und wie ich gerade auf der Karte sehe, ist doch noch einer hinten dran. Der Ritterweiher. Da gehen wir als nächstes hin. Hab gerade hier das Schild gesehen. Das sind Angelverein, also es ist ein Angelverein, dem gehören die Gewässer. Die Arten von Fischen sind alle da drin. Ein Hecht, Welse. Schön. Mit einem Wald, hier hat man seine Ruhe. Gut, in der Nähe ist eine Landstraße, da hat man ab und zu mal ein bisschen Verkehr. Aber so im Großen und Ganzen hat man hier seine Ruhe. Das ist ja gut zu wissen. Sind unter euch ein paar Angler? Hier könnt ihr angeln gehen. Dann gehen wir noch zu dem anderen. Und dann geht's weiter auf unserer Tour. So Leute, wir sind in Wildsachsen angekommen. Ich habe noch 10 Meter zu meinem Auto. Ich hoffe, die Tour hat euch gefallen. Über ein Like und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr Anmerkungen habt, Ideen oder Wanderungen, die ich mal unternehmen könnte, immer in die Kommentare schreiben. Ciao, macht's gut.